Die Ampelkoalition ringt um einen weiteren Betrieb von Atomkraftwerken, um in der Energiekrise zusätzlichen Strom zu produzieren. Auch nach dem Spitzentreffen bei Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag gab es zunächst keine Einigung. Das sind die Positionen. Die Grünen haben sich auf ihrem Parteitag in Bonn lediglich für eine begrenzte Einsatzbereitschaft der AKW Isar 2 in Bayern sowie Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg bis maximal 15. April 2023 ausgesprochen. Kategorisch ausgeschlossen wird die Beschaffung neuer Brennelemente. Diese wären für einen Weiterbetrieb der AKW über den April hinaus nötig. Das dritte, noch am Netz befindliche Kraftwerk Emsland in Niedersachsen soll wie geplant zum Jahresende 2022 abgeschaltet werden. Die FDP dagegen fordert einen kurzfristigen Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen AKW bis zum Jahr 2024. Damit verbunden ist dann auch der Kauf neuer Brennstäbe. Die Liberalen betonen, dass ihre Position im Atomstreit kein Zitat Kernanliegen der FDP, sondern eine Zitat energiepolitische Notwendigkeit sei und warnen vor einer dramatischen Energiekrise im Winter. Ohne eine Neuregelung bliebe es beim Aus für alle drei Kraftwerke zum Jahresende.